Trainer des VfL Germania Leer. Wie bist du zufrieden mit dem Auftritt deiner Mannschaft bei den Herren-Kreismeisterschaften bis jetzt? Na gut, ich war gestern noch nicht dabei und konnte ich nicht sehen. Laut Xavi Rieger heute ist auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Wir haben gut angefangen, jetzt haben wir gerade unentschieden gespielt und ja, leider haben wir die Chancen, die wir hatten, nicht nutzen können. Sonst wären wir dann sicher Tabellensieger, Tabellenerste, sage ich mal. Okay, abwarten, wie es nächste Spiele laufen werden, aber es ist auf jeden Fall besser wie gestern. Was hat sich getan in der Winterpause oder was tut sich noch personell zum Beispiel in der Mannschaft? Ist da noch was getan? Also wir haben sicherlich bis jetzt die Winterpause genossen und das ist gerade Anfang. Wir haben noch Zeit, was zu verändern, ob da wirklich noch zu Veränderungen kommen sollte. Wie gesagt, das ist erstmal der Anfang und ob da wirklich ein oder andere dazukommen sollte, kann ich im Moment nicht sagen, weil ich bin eben auch gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und es fängt wieder alles an. Was habt ihr für die Rückrunde vorgenommen in der Bezirksliga? Ja, auf jeden Fall an der Spitze zu bleiben und versuchen dann so nah, wie es geht, an Ihofe dran zu kommen. Ob das möglich wird, werden wir ja sehen. Ist da noch was geplant, dass ihr noch aufrüstet? Also du hast eben noch keine konkreten Namen genannt, aber könnte so sein, dass genau jemand über den bekommt? Es könnte sein, ja. Also wir haben denn ein wichtiges Gespräch noch vor uns und es könnte sein, dass ein Neuzugang zustande kommt. Mhm. Zum Beispiel von Kickers Emden bietet nein, sich nein, auch nein. einiges an. Nein, also definitiv nicht. Bis heute nicht. Ob da vielleicht noch was kommen sollte, wie gesagt. Warten wir es ab. Für welche Position oder für welchen Mannschaftsteil siehst du Bedarf? Also bekannt ist natürlich, dass wir denn durch Verletzungen da fehlt uns ein Spieler und es wäre schön, wenn wir diese Position verstärken können. Okay, alles klar. Dann viel Glück für die Rückrunde. Ja, vielen Dank.